Gott ist gut. Glaubt ihr das wirklich? Daniela lächelt, das ist gut. Gott ist wirklich gut. Jawohl. Hey, ich freue mich, bei euch zu sein. Jedes Mal, wenn ich im Kalender sehe, Menden, da freue ich mich. Ich weiß, da treffe ich auf Leute, die mir wohlgesonnen sind, die sympathisch sind, die am Eingang schön und nett grüßen. Das erlebe ich selten. Aber was ich auch selten erlebe, ist auch so ein Kaltstart, das kenne ich nicht mehr. In vielen Gemeinden sind erstmal Lobpreis und dann Predigen. Aber bei euch hat man nochmal die Freiheit. Ja? Gestern hat man mir die Entscheidung gelassen, da dachte ich, ja, dann nehme ich die Predigt zuerst. Danach kann ich in Ruhe auch mal Gott loben und anbeten mit euch zusammen. Also auch für mich eine Premiere. Ja, ganz liebe Grüße von meiner Familie. Wenn ich hier zu sehr strahle, hat es nicht nur mit euch zu tun, auch wenn ich euch gerne habe, wirklich, ja. Das hat damit zu tun, dass ich seit 8 Wochen Vater eines Sohnes bin. Für alle, die mich nicht kennen, ich habe eine 12-jährige Tochter, eine 6-jährige und damit hatten wir schon abgeschlossen und Gott hat sich doch angemeldet und dann kam unser Joshua David. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der Familie, ich hoffe, oh, es kommt noch mal, okay, dann irgendwann. Ich dachte, in Afrika sagt man, ich kenne dich nicht, wenn ich deine Familie nicht sehe. Ja, das heißt, irgendwann sollt ihr meine Familie sehen, dann wisst ihr auch, dass ich es ernst meine, es gibt sie tatsächlich irgendwo. Ich bin nicht von nirgendwo gelandet, jawohl. Hey, lasst uns doch beten. Im November habe ich die Gewohnheit, in unsere Gemeinde oder in den Gemeinden, die ich betreue, tatsächlich in einen Text reinzugehen. Nicht unbedingt Themen, Predigten, sondern ein bisschen was Trockenes, was uns Fundament schafft, haben wir eben davon gesungen, was dazu beiträgt, dass unser Glauben gefestigt wird. Und in die Richtung wird die Predigt heute gehen. Ich habe euch den Epheserbrief mitgebracht, das 1. Kapitel. Wir beten miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Du sagst in deinem Wort, da wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du hier bist, nicht nur, damit wir uns wohlfühlen, sondern um uns zu berühren, um uns zu belehren, um uns zu korrigieren, um uns aufzumuntern, aufzurichten. Wir lassen all das zu. Wirke du, o Heiliger Geist. Amen. Amen. Jawohl. Komm, lass uns doch wie Schüler den Epheserbrief Kapitel 1 in Ruhe lesen. Da heißt es, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Das Erste, was ich hier schon einfügen muss, ist, dass es in vielen Schriften den Ort Ephesus gar nicht gibt. Das muss uns aber nicht beunruhigen. Das ist aber Tatsache. Das könnte aber ein Hinweis darauf sein, dass der Brief von Paulus nicht nur an eine Ortsgemeinde gedacht war, sondern an vielen Gemeinden damals in der Region. Und was sagt uns das? Das, was jetzt kommt, hat auch mit dir persönlich zu tun. Also, da führt der Apostel fort, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gottes herrliche Gnade und die Segnungen der Gläubigen in Christus. Das ist ein Titel in Schlachter 2000. Lesen wir Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt geht's los. Vielleicht noch ein Zusatz. Von Vers 3 bis Vers 13 ist es im Griechischen ein Satz. Ich habe versucht, Griechisch zu studieren. Im Griechisch verstehe ich es nicht.
Ich habe versucht, Deutsch zu lernen. Im Deutsch habe ich es auch nicht ganz verstanden. Wenn wir fertig sind, dann könnt ihr mir sagen, ob ihr super versteht oder ob wir miteinander versuchen, gemeinsam zu verstehen. Ja, jetzt geht's einfach mal los. Ein Satz. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorher bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Warum fällt Amen so leise? Amen. Wer hat es ganz kapiert? Sind wir wenigstens ehrlich, ja? Das ist gut. Ihr Lieben, die Geschichte vom verlorenen Sohn wäre einfacher, oder? Der Paulus traut uns hier was zu. Ich habe euch zwei Dinge mitgebracht, die ich aus diesem Text heraus kristallisieren konnte. Ihr werdet bestimmt auch andere Sachen darin sehen. Zwei Sachen. Das erste ist der Unterschied zwischen Stellung und praktisches Leben. Stellung und Praxis. Ja. Als Christen leben wir in dieser Spannung, das werdet ihr bestimmt schon festgestellt haben. Zunächst kommt eigentlich die Stellung des Gläubigen. Jeder Mensch auf der Welt ist entweder in Adam oder in Christus. Diejenigen, die in Adam sind, haben keine Ansprüche an Gott. Wenn ein Mensch sich aber bekehrt, dann sieht ihn Gott nicht länger als verurteiltes Kind Adams. Gott sieht ihn in Christus und plötzlich ist seine Stellung eine andere. Gott nimmt dich an, wenn du dich für Jesus Christus entscheidest, auf dieser Grundlage. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Der gläubige Sünder wird nicht wegen seiner Eigenschaften angenommen. Gott hat dich nicht wegen deiner Eigenschaft angenommen, weil du gut warst, weil du viel gebetet hast, weil du zum Gottesdienst kommst oder weil du versuch heilig zu leben. Nein, du hast eine Stellung, die dir geschenkt wurde und diese Stellung heißt in Christus. Das bedeutet in anderen Worten, wenn Gott dich jetzt sieht, jetzt gerade, du selbst, wenn du dich siehst, da denkst du, ach du meine Güte, zum Wegschmeißen. Gott, wenn er dich sieht, gerade jetzt, sieht er was Wertvolles. Er ist stolz auf dich. Er liebt dich ohne Ende. Er sieht Perle. Warum? Er sieht dich in deiner Stellung in Christus. Du bist versteckt in Christus und er sieht seinen Sohn, wenn er dich anschaut. Das ist sehr, sehr wichtig für uns Christen zu wissen. Die Stellung des Gläubigen ist das, was er in Christus ist. Doch gibt es noch eine andere Seite des Bildes, das ist das praktische Leben. Unsere Stellung ist vollkommen, wir sind schon in den Himmel mit Christus, wir regieren, wir sind heilig. So hat Paulus übrigens die Gemeinde genannt, ja, im ersten Vers, falls ihr aufgepasst habt. Aber wenn ihr weiterlest in Epheser, werdet ihr merken, nein, die sind nicht viel heiliger als Menden. Nein, definitiv nicht. Warum? Sagt also Paulus, die sind heilig, weil
Gott sie in Christus sieht. Nun, es ist Gottes Willen, dass die Praxis des Gläubigen immer mehr seiner Stellung entspricht. Gott sagt, du bist ein Prinz. Ich? Ja, du bist ein Prinz. Ja, gestern habe ich mich noch gestritten mit meiner Frau. Ja, du bist ein Prinz. Also lass deine Praxis deiner Stellung entsprechen. Ich sehe dich als Heilige. Lass dein Alltag immer heiliger werden. Stellung und Praxis. Während wir hier noch auf Erden sind, werden wir ständig mit dieser Spannung leben. Die Gläubigen sind vollkommen, lesen wir in Hebräer Kapitel 10. Die Gläubigen sind der Sünde abgestorben, lesen wir in Römer 6. Die Gläubigen sind ein heiliges Volk, lesen wir in 1. Petrus. Die Gläubigen sollten Licht der Welt sein. Aber die Wahrheit ist, selbst im Neuen Testament, Paulus spricht eine Gemeinde an und sagt, was macht ihr da? Warum streitet ihr euch so? Und der eine macht das, hey, seid heilig. Da denken wir, über wen redet der denn hier? Doch, das war eine Gemeinde. Und ich möchte dir heute sagen, wenn deine Praxis, deine Stellung noch nicht entspricht, sei nicht entmutigt. Sieh dich immer in Christus in deiner Stellung. Sag Amen dazu. Ich werde euch noch nachher sagen, warum das so wichtig ist. Wisst ihr, sehr oft, vor allem von unserer Gesellschaft, sind wir so trainiert, ich werde, was ich geleistet habe. Ich bin Pastor, ich kann euch eine Ordination zeigen, ich bin Ingenieur, willst du mal mein Diplom sehen? Ich bin dieses und jenes, willst du das und das sehen? Nur das Problem ist, bei Gott ist es anders. Unsere wahre Identität ist das, was er uns zuspricht. Denn alles, was du leisten kannst, zählt gar nicht vor Gott. Das Einzige, was vor Gott zählt, ist, wenn du dich in Christus verstecken kannst und sagen kannst, hier bin ich. Das macht uns demütig, aber das stärkt unsere Verbindung zum Christus und zu seinem Erlösungswerk. Amen. Das Zweite, was ich aus diesem Text entnehme, ist der Segenswürfel. So habe ich das genannt. Es gibt Entscheidungen im Leben, sie haben Auswirkungen. Eine der Entscheidungen, die in deinem Leben großen Auswirkungen hat, ist die Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen. Gibt es jemanden hier, der sich irgendwann mal bewusst entschieden hat, ab jetzt möchte ich mein Leben Jesus Christus geben? Gibt es einen? Super! Wenn du hier bist und du hast die Entscheidung noch nicht getroffen, überhaupt kein Problem. Heute ist die Gelegenheit dazu. Du darfst dich entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen. Aber für alle, die diese Entscheidung getroffen haben, möchte ich euch jetzt mit einem Segenswürfel segnen. Ich werde euch sagen, was ihr mit dieser Entscheidung gemacht habt. Vielleicht wisst ihr das noch nicht so genau. Paulus sagt uns in diesem Text, in diesem langen Satz, was diese Entscheidung mit sich bringt. Letzte Woche bin ich irgendwo predigen gewesen, mitten in der Woche, und da war ich total glücklich. Also ein paar haben sich bekehrt, da haben wir miteinander gebetet und ich hatte das Gefühl, der Heilige Geist war da. Ich ging nach Hause, Feierabend, und dann konnte ich meine Kinder nur noch kurz Hallo sagen und gute Nacht. Und dann saß ich da vor dem Fernseher, ich dachte, oh, jetzt kommt noch ein Fußballspiel zumindest, die letzten Minuten. Dann konnte ich erleben, wie eine der Mannschaften in unserem Land weggeputzt wurde beim Pokalspiel. Und mein Geist war froh. Ich stehe immer auf der Seite von schwachen Leuten. Und ich dachte, oh, das ist ja toll. Das ist wirklich ein schöner Abend. Da ging ich in die Küche. Und dann dachte ich, ich topfe mir alles rein, was ich irgendwie reinstopfen kann. Da habe ich alles angefangen zu essen und zu essen. Ich war so glücklich. Heute war ein guter Tag. Und die FC so und so hat auch verloren. Ja, Gerechtigkeit hat gesiegt. Irgendwann mal in diesem Land werden wir auch Konkurrenzkampf in der Liga erleben und so. Das Problem war nur, ich habe nicht aufgepasst auf das, was ich da alles in mich hineingestopft habe. Eine Entscheidung. Ich stand dann früh auf und ich schaute in den Spiegel. Ach du meine Güte, wer ist denn das? Das Bild habe ich euch nicht mitgebracht. Mein Gesicht war so geschwollen. Ich habe tatsächlich Dinge gegessen
von denen ich war, sehr wahrscheinlich allergisch war. Und ich musste alles absagen, denn meine Arbeit hat mit Studenten und mit vielen Leuten zu tun. Meine Frau, was hast du denn gemacht? Schnell beim Arzt angerufen. 2 Tage später war alles gut. Aber seitdem weiß ich, kleine und große Entscheidungen haben Auswirkungen. Hast du dein Leben Jesus Christus gegeben? Jetzt zeige ich dir, was du gemacht hast, laut Paulus. Das Erste, was du gemacht hast, der Segenswürfel, ist, du bist gesegnet, weil du jetzt in Christus bist. In Christus. Vers 3, da lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, bist du gesegnet. Geistliche Segnung, jede geistliche Segnung. Wisst ihr, wenn Paulus hier schreibt von Segnung, dann möchte er noch präzisieren. Himmlische Segnungen. Warum? Im Alten Testament hat man Segen verstanden wie die meisten Westler heute. Was war Segen im Alten Testament? Im Alten Testament ein treuer, gehorsamer Jude hat unter Segen verstanden, langes Leben. Wer versteht auch Segen so? Ich möchte lange leben, 150 Jahre, das höre ich ab und zu. Eine zahlreiche Familie, oh, ich habe 3 Kinder, Halleluja. Ja, Ernte, Reichtum, so hat man Segen verstanden. Und ist auch gut, es steht in der Bibel, der Isaak war reich, Gott hatte ihn gesegnet. Es gibt nur ein Problem mit dieser Art und Weise, Segen zu verstehen. Das Problem ist die Zeit. Früh oder später wird es dich nicht geben, wird es mich nicht geben. Egal wie lange du lebst. Das heißt, langes Leben ist zwar ein Segen, aber ein Segen, was nicht himmlisch ist, was nicht zeitlos ist. Familie ist ein Segen. Ich genieße Familie, ich liebe es. Den kleinen Sohn, den ich habe, ich freue mich so viel Glücksgefühle, das kann ich echt nicht beschreiben. Eins weiß ich aber, ich mache Jugendarbeit. Mit 18 wird er sagen, lieber Papa, du hier im Odenwald, tschüss, ich gehe in die weite Welt. Und dann war es das. Sehr oft klammern wir uns an Dinge, die zwar schön sind, die aber nicht himmlisch sind. Der Segen, der Gott uns schenkt aus dem Neuen Testament, ist ein Zusatz zu diesen Segen hier. Die sind himmlisch. Das, was Gott dir heute sagen möchte in Epheserbrief, ist, ich habe dich gesegnet mit einem 6-fachen Segen, was himmlisch und was zeitlos ist. Was sind denn diese Segen, Cyril? Sag es uns doch endlich. Nummer 1. Du bist auserwählt. Wir lesen in Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Das ist eine positive Segenseinstellung. Hast du es schon gewusst? Paulus sagt hier, es ist ein Segen zu wissen, dass Gott dich auserwählt hat. Warum? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir in Kamerun war es so, wir haben viel draußen gespielt. Und wenn wir Fußball spielen wollten, haben wir erstmal die 2 Besten, die kamen nach vorne und haben uns halt, die durchschnittlich Fußball gespielt haben, so angeschaut. Und sie waren die Kapitäns und haben ausgesucht, wer jetzt in ihre Mannschaft kommt. Wer hat auch sowas erlebt, vielleicht in der Schule? Ja! Also da kommen die 2 und sagen, oh, du in meine Mannschaft, du in meine Mannschaft. Wenn du als Letztes ausgesucht wurdest, dann wusstest du, Fußball ist nicht unbedingt meine erste Gabe. Ja, es gibt bestimmt auch in anderen Spielarten so, aber so kannte ich das. Die Bibel sagt, Gott hat dich auserwählt vor Grundlegung der Welt. Er hat gesagt, dich möchte ich. Du spielst in meiner Mannschaft, da hattest du noch kein Gebet ausgesprochen. Da hattest du noch keinen Talent aufgezeigt. Hey, das ist ein Segen. Wisst ihr warum? Keiner kann dir das nehmen. Die Liebe des Vaters zu dir ist unabhängig von deiner Leistung, von deinem Können. Er hat gesagt, du in meiner Mannschaft. Und das ist ein Segen. Wer sich entscheidet, Jesus Christus nachzufolgen, merkt plötzlich, wie Jesus Christus sagt, eigentlich habe ich mich nicht ausgesucht, der Vater hat mich zu ihm gezogen. Wer weiß es? Oft ist es so, vielleicht kennt ihr das auch, du siehst jemanden, einen Kollegen, er ist nett und du erzählst ihm von Jesus Christus, irgendwie kommt nichts an. Da denkst du, hä,
Eigentlich sollten diese Art von Menschen in den Himmel kommen. Die sind so sympathisch. Und ich weiß nicht, wie ich mich einordnen würde, aber ich habe es nicht verdient. Und ich weiß, es ist Gnade, dass Gott mich ausgesucht hat. Und weil er mich ausgesucht hat, wird er mich auch durchtragen. Und das ist ein Segen, wenn wir daran festhalten, werden wir ein glückliches Leben führen, immer Freude erleben. Halleluja. Der zweite Segen, den Paulus hier erwähnt, du bist Sohn und Tochter. Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Das bedeutet hier, dass du nicht nur im Team Gottes spielst, sondern in seine Familie aufgenommen wirst. Und das ist ein Segen, glaub mir. Paulus in der Gesellschaft, in der er lebt, bei den Römern war es schon so, dass das Recht der Adoption im Römischen Reich eine der höchsten Rechte war, auch damals. Wenn ein Vater also jemand ein Kind adoptiert hat, wurde er gleichgestellt mit seinen biologischen Kindern. Das heißt, Jesus, unser Vater im Himmel, sein Vater, entscheidet dich nicht nur auszuwählen in sein Team, sondern er sagt, ab jetzt bist du mein Sohn, meine Tochter. Du gehörst zu meiner Familie. Du gehörst zu mir. Du trägst mein Name. Und ich werde dir mein Erbe geben. Das, was Jesus Christus gehört, gehört dir. Die Vollmacht Christi gehört dir. Die Güte Christi gehört dir. All das, was ich vorbereitet habe für meine Kinder, gehören dir. Wisst ihr, warum es so wichtig ist, sowas zu wissen? Ich gehöre zu jemandem. Ich bin ein Sohn, eine Tochter Christi. Luigi Glio ist ein Prediger in Amerika, der hat viele Andachtsbücher geschrieben. Und in einem seiner letzten Bücher schreibt er, dass er seinen Vater begleitet hat beim Sterben. Und sein Vater war nicht Christ, hat aber ihn unterstützt auf seinem Weg. Und dann stand er da und sagte, Papa, weißt du, Gott liebt dich wirklich. Du weißt, ich bin Pastor. Ich predige zu vielen Jugendleuten. Und sein Vater schaut ihn an und sagt tatsächlich folgende Sätze. Er hat ein Buch geschrieben, The Perfect Father. Da könnt ihr mal lesen. Das ist noch neu. Da sagt sein Vater tatsächlich, weißt du, mein Sohn, mich hat noch nie jemand gewollt. Mich hat noch nie jemand geliebt. Das waren eine seiner letzten Sätze. Der Louis denkt, ach du meine Güte, gibt es wirklich Menschen, die über 70 Jahre leben mit dieser Einstellung, mich will keiner, mich liebt keiner? Kann es sein, dass wir viele solche haben? Tatsächlich hat sein Vater vielleicht auch ein schwieriges Familienverhältnis gehabt, aber das war ein Wachruf für ihn. Er sagt, plötzlich hat er gemerkt, Menschen brauchen ein Zuhause. Dieses Zugehörigkeitsgefühl, was du hast, weil du dich für Jesus entschieden hast, da denkst du, ach, das ist doch normal. Du weißt aber nicht, was für ein wertvoller Segen das ist. Du singst, ich bin ein Kind Gottes und denkst, jeder Mensch weiß es. Es ist ein Segen. Mit dieser Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen, hast du was unterschrieben. Du bist Erbe. Du gehörst zu jemandem. Du hast die DNA Gottes. Du hast ein Zugehörigkeitsgefühl. Der Vater möchte dein Vater sein. Selbst wenn du keinen Vater hattest, möchte er sich erweisen als dein Vater. Hattest du keine Mutter, möchte er dir sagen, du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter, das ist ein Segen, das kann dir niemand wegnehmen. Ich arbeite viel mit Senioren und begleite sie beim Sterben. Und sehr oft habe ich so Gottesdienste in Seniorenheim. Ich komme oft und dann sagen sie mir das erste Mal, sie sind der Einzige, die mich besuchen, meine ganze Familie. Und jedes Mal, wenn ich darauf komme zu sprechen und ich sage, du bist ein Kind des lebendigen Gottes. Dein Vater im Himmel hat dich nicht vergessen, selbst wenn deine Enkelkinder dich nicht vergessen haben. Das ist so wie die Tränen fließen, denn sie merken, diese Zugehörigkeit, diese Familie, das kann ihnen niemand wegnehmen. Sag Amen dazu. Jawohl. Nummer 3, du bist erlöst. Vers 7, da heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Von dem Blut von Jesus zu sprechen, wird auf seinen Tod hin. Ich glaube aber, wir Christen oft verstehen nicht das Prinzip hinter Erlösung. Durch seinen Tod bezahlte Jesus
um uns aus der Sklaverei der Sünde frei zu kaufen. Was Jesus am Kreuz getan hat, tun wir ab und zu nur besingen und ab und zu am Ostern, oh, das ist ja schön, er ist für uns gestorben. Was er da gemacht hat, das muss in die Bücher reingeschrieben werden, ihr Lieben. Unsere Rebellion vor Gott hat uns so viele Schulden gebracht, dass wir Sklaven von einem Fremden geworden sind. In 3. Mose Kapitel 25 heißt es, wenn ein Jude sich so verschuldet, dass er seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, dann darf er für einen Fremden arbeiten, also eine fremde Firma hingehen und Geld verdienen. Ist ja auch normal heute. Nur da heißt es, wenn er dort bei dem Fremden ist und gar nicht seine Schulden trotzdem bezahlen kann und ein Verwandter sieht ihn für einen Fremden arbeiten und kann ihn loskaufen, soll er das tun. Denn es ist immer gut, wenn man bei der Familie Gottes sind, als Sklaven von einem Fremden. Jetzt sage ich dir, du bist geboren in dieser Welt und du hast dich gegen deinen Schöpfer entschieden. Und du bist in der Rebellion gegangen gegen Gott und du hast dich bewusst sehr oft gegen ihn entschieden. Weißt du, was es dir gebracht hat? Schulden über Schulden und plötzlich wurde dein Herr ein anderer. Nicht Jahwe, sondern der Satan, der Gegenspieler. Und jetzt kann Gott aber nicht zuschauen. Er sandte seinen Sohn, um dich frei zu kaufen. Der Schuldbrief war nicht billig. Das, was Jesus Christus am Kreuz erlitten hat, war der Preis, den deine Freiheit gekostet hat. Wow. Ich habe eben gesagt, so einfach ist der Brief nicht zu verstehen, aber das schafft uns Fundament für unseren Glauben. Wenn ich das verstehe, dann merke ich, oh Gott, ich bin dir dankbar. Deswegen nach dieser Predigt möchte ich ihn loben und preisen. Du, es tut mir leid, dass ich nicht dein Opfer so geschätzt habe. Danke für die Erlösung. Um das in meiner Gemeinde zu erklären, habe ich die Geschichte von Evans erzählt. Es ist ein Missionar in Kanada gewesen. Er war unterwegs und wollte in den indianischen Stämmen das Evangelium verbreiten. Und dann ist es ihm nicht so gelungen. Der hat aber einen Indianer bekommen, der sein Leben Jesus Christus gegeben hat. Aber so wie es sonst so ist, der Indianer wurde von seiner eigenen Familie ausgestoßen, weil er mit dem Missionar unterwegs war. Und jetzt wollte der Missionar überall hingehen, um das Evangelium zu predigen. Der ist also von Ort zu Ort gewesen. Eines Tages ist er unterwegs. Spannung steigt mit seinem Freund und sie haben Hunger. Und dann nimmt er sein Gewehr, um einen Bär oder irgendein Tier zu erschießen, damit sie was zu essen haben. Ein Schuss löst sich und tötet ausgerechnet den einzigen Indianer, der zum Glauben gekommen ist. Und er steht da, der Missionar hat den ersten Gläubigen umgebracht. Wahre Geschichte. Jetzt denkt er sich, ach du meine Güte, was mache ich jetzt? Er geht zurück zur Missionsstation. Und alle raten ihm, weißt du, weg von hier, so schnell wie möglich. Er spürt in seinem Herzen, nein, er soll hier bleiben. Er soll zu seinem Stamm gehen, zu dem Stamm von diesem Indianer. Er hatte schon Familie übrigens, das hat er gemacht. Er ist hingegangen zu diesem Stamm und alle warteten. Der Stamm übrigens, der den Sohn auch ausgestoßen hat wegen seinem Glauben. Und dann standen sie alle da und er erzählt, was passiert ist. Ist er fertig? Und der Mob, jetzt war's das, wir bringen ihn um. Und auf einmal eine schrille Stimme von hinten, das war die Mama des Verstorbenen. Hey, lass ihn doch. Es gibt doch ein Gesetz bei uns, ein Ritual. Wenn jemand hat sich was hat zu Schulden kommen lassen oder jemand umgebracht hat, darf er doch für seine Schuld bezahlen. Er kann doch für uns in diesem Stamm 2 Jahre arbeiten für meinen Sohn. Ich bin dafür. Und alle, ja, das ist ein guter Deal. Er muss jeden Sklave abzahlen, alles, was er gemacht hat. Und dann 2 Jahre wurde der Missionar Sklave von diesem Stamm. Und immer, wenn ich an dieser Stelle komme, dann sehe ich, wie die Gesichter kommen von gläubigen Deutschen. Wie kann Gott sowas zulassen? Da sagt man schon mal Ja zu ihm, dann erlebt man so viel Unglück.
Die Wahrheit ist aber, in seinen Jahren der Sklaverei sind so viele Menschen zum Glauben gekommen wie noch nie zuvor. Aber die Geschichte hat mir nur imponiert mit diesem Gedanken. Da plötzlich wusste ich, in jeder Kultur gibt es diesen Gedanken der Erlösung, der Auslösung. Oft denken wir, ich kann sündigen, wie ich will, ist doch nicht ein Problem. Naja, Gott hat mich gemacht. Nein, du gehörst zu Gott. Und wenn du gegen ihn rebellierst, dann bist du woanders. Und er kam durch Jesus Christus, um dich zu erlösen, dich frei zu kaufen. Kann man nachvollziehen? Der vierte Segen, ich bin gleich zu Ende, macht euch keine Sorgen. Ja? Der vierte Segen, dir ist vergeben. In Vers 7 sagt Paulus, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen. Erlösung ist ganz was anderes als Vergebung. Erlösung hat mit der Geschäftswelt zu tun, dein Freikauf. Vergebung hat mit Beziehung zu tun. Wenn meine Tochter zum Nachbar geht und ein Fenster kaputt macht, dann komme ich beim Nachbarn, ich bezahle das Fenster, dann nehme ich meine Tochter mit nach Hause, schaue ich ihr in die Augen und sage, es ist alles gut, ich vergebe dir. Das andere war Erlösung, das hier ist Vergebung. Ein Prediger sagte vor kurzem, er ist fast 20 Jahre in einer Kirche gewesen. Er hat noch nie gehört, dass er Sünder vor Gott ist und dass Gott, sein Vater, ihn nicht zuschauen konnte aufgrund seiner Sünde. Vergebung wurde im Alten Testament nur aufgrund des vergossenen Bluts von Jesus vergeben. Er starb als das vollkommene und endgültige Opfer. Und Gott überhäufte uns mit seiner Gnade. Gnade ist, wenn du nicht bekommst, was du verdient hast. Barmherzigkeit ist, wenn du bekommst, was du nicht verdient hast. Und beides erleben wir in der Vergebung. Wenn du mit deiner Sünde vor Gott kommst, eigentlich sollte er dich bestrafen, aber er tut es nicht. Eigentlich aufgrund von deiner Sünde hättest du Vergebung lieber nicht verdient, aber dann schaut er dich an, so wie ein Vater und sagt, ich vergebe dir. Ich weiß noch, wenn ich von nach Hause kam, wie ich meinen Vater angeschaut habe, manchmal an meinen Augen konnte er erkennen, ob ich tagsüber brav war oder nicht. Wer kennt das als Eltern? Meine Große heute ist genauso. Sie hat einen Gesichtsausdruck noch stärker als bei mir. Und sehr oft, wenn sie was sagen möchte, weiß ich schon, oh, da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber manchmal in ihren Augen kann ich auch erkennen, wir sind gut beieinander. Da ist Vergebung. Weißt du, wie stark es ist zu wissen, ich werde die Augen in dieser Welt schließen. Wenn ich sie wieder aufmache, kann ich Gott anschauen ohne schlechtes Gewissen? Könnt ihr euch das vorstellen? Bis heute bei meiner Frau, manchmal frage ich mich, oh, habe ich ihr jetzt alles erzählt? Und dann schaue ich ihr in die Augen, ich überlege, oh, ich hätte ihr das und das erzählt. Und da hatte ich ein bisschen Angst da, weil wenn man jemanden liebt, möchte man, dass es alles super ist beieinander. Man will, dass Vergebung herrscht. Und stell dir mal vor, du stehst vor dem König aller Könige und du bist vergeben. Du kannst ihn umarmen. Das ist ein Segen, ihr Lieben. Das kann dir keiner wegnehmen. Du kannst tanzen und jubeln, denn Gott hält dir nichts vor. Am Kreuz hat er durch sein Blut deine Sünde vergeben, gereinigt. Wenn du vor ihm stehst, sieht er Christus, weil du in Christus bist. Und zwischen euch ist wirklich alles gut. Nummer 5, der fünfte Segen. Du bist Herrscher in Christus. Vers 10, da heißt es, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus. Sowohl was im Himmel als auch auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Gott sandte Jesus mit der Absicht, zu vereinen, zu ordnen, zu herrschen, schon im Garten Eden. Und weißt du, wenn du dich entscheidest, für Jesus Christus oder Jesus Christus nachzufolgen, hast du einen Segen, den wir oft unterschätzen. Du darfst wieder mit der Kraft des Heiligen Geistes herrschen.
Und herrschen im Sinne von diesem Text hat viel mit Ökonomos zu tun. Also verwalten, ordnen. Wie Paulus sagt an anderer Stelle, Gott gebraucht uns, damit wir in der Welt dann immer wieder sagen, seid versöhnt mit Gott. Ja, Gott möchte dich gebrauchen, um in dieser Welt einen Einfluss zu haben, damit die Welt zurück zu Gott geht. Und das ist Herrschen, das ist Gestalten im positiven Sinne. Wenn du morgen auf Arbeit bist, bitte sei da nicht wie ein Passiver oder so, wie einer, der nur an sich denkt. Nein, du bist von Gott beauftragt, einen positiven Einfluss zu haben in deinem Umfeld, von Jesus Christus zu erzählen, zu einen, zu verbinden, zurück zu Gott zu bringen. Und an dieser Stelle, Paulus erwähnt natürlich diese Herrschaft nicht aus unserer Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann gehen wir schon mal zum sechsten, denn beide passen zusammen. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wo waren nochmal die Leute, die sich schon für Jesus Christus entschieden haben? Sag nochmal. Ja, bitte, bewusst. Ja, das ist wichtig. Das bedeutet, dass jeder Gläubige, jeder hier, der gerade die Hand gehoben hat, Gott oder von Gott ein Zeichen empfangen hat. Und damals war ein Siegel wahrscheinlich anders wie heute. Ein Siegel war ein Zeichen für Besitz. Also zack, das gehört mir. Wir haben viele Eltern hier, gell? Also bei mir habe ich irgendwas falsch gemacht mit diesem, das gehört mir. Ich merke bei mir zu Hause, ich bin aufgewachsen nicht nur mit Geschwister, biologische, sondern auch mit Cousin und Cousine. Bei mir wusste ich, wenn ich eine Hose habe, dann ist es zwar meine Hose, aber die teile ich mit vielen, vielen anderen. Irgendwie bei meinen Kindern heute habe ich was falsch gemacht. Denn wenn der Papa was schenkt, dann fragt man erstmal ganz vorsichtig, wem gehört das Papa? Lea, Hanna? Und wenn ich dann Lea sage, dann heißt es morgen, wenn die Hanna in der Nähe, in die Nähe kommt. Das gehört mir und wehe, du kommst als Eltern dazwischen. Ich weiß nicht, woher das kommt, wahrscheinlich nicht von mir. Aber ich kann euch jemanden vorstellen, der genauso denkt. Weißt du, wenn du an Jesus Christus glaubst, tut Gott sein Siegel auf deine Seele. Peng! Du bist versiegelt. Du gehörst ihm. Du bist sein Besitz. Für dich kämpft er. Wer mit dir zu tun hat, mit ihm zu tun. Er ist der Beschützer seines Volkes. Im Alten Testament heißt es, er ist der Herrscher. Er ist der, der für uns kämpft. Sehr oft versuchen wir zu kämpfen für unseren Namen. Hast du gehört, was sie gesagt haben? Hast du gehört, was er über mich gesagt hat? Hey, lass Jesus Christus für dich kämpfen. Du bist sein Eigentum, wenn du an ihn glaubst. Der in uns wohnende Geist bezeichnet uns als Eigentum Gottes. Wenn du an Jesus Christus glaubst, weißt du, hey, ich gehöre zu ihm. Sein Geist sagt es in meiner Seele. Es gibt aber eine zweite Sache, was die Präsenz des Heiligen Geistes uns mitteilt. Das ist der Geist der Verheißung. Jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, hey, der Heilige Geist lebt in mir, musst du eins wissen. Der Heilige Geist sagt in deinem Geist, du bist Sohn Gottes, Nummer 1. Du bist erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, Nummer 2. Jesus kommt bald wieder. Und jetzt kommt, es ist eine Garantie, dass Gott dir noch alles geben wird, was er verheißen hat. Die Bibel nennt das Unterpfand. Das bedeutet, wer hat schon mal die Präsenz, die Gegenwart Gottes so genossen, da denkst du, ihr könnt hier den ganzen Tag bleiben. Wer kennt das, solche Momente? Ja, jetzt kann ich dir sagen, das sind nur kleine Momente mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist ein Unterpfand. Gott sagt dir, hey, es ist eine Garantie, das, was du gerade erlebst, warte doch nur, wenn du bei mir bist.
dann erleben wir das immer und ewig. Diese Art von Präsenz Gottes, da wo du genießt und du hast das Gefühl, ich bin der, den ich sein sollte. Ich habe das Gefühl, hier meine Erfüllung zu finden. Genau das. Ich habe von einer Frau gehört, die beerdigt wurde und sie wollte unbedingt, dass man einen kleinen Löffel in ihrem Sarg reintut. Und auf die Frage, warum, da sagte sie, in meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin, da sagte man, der kleine Löffel ist der kleine Prophet, der kündigt Dessert an. Ja? Und ich möchte, dass die Leute bei meinem Trauergottesdienst merken, hey, ich sterbe zwar da, aber die Verheißung kommt. Also, der kleine Prophet kündigt an, hey, es kommt was Besseres. Der Heilige Geist ist der Ankündiger, das, was wir jetzt schon erleben können, an Heilung, an Vollmacht, an Gemeinschaft, an Führung Gottes. Es ist nur ein Unterpfand. Es ist nur Garantie. Es ist nur ein Stück Gottes, um dir zu zeigen, das Ganze kommt noch. Und wenn du mir vertraust, werde ich dir viel mehr geben. Der Segenwürfel. Du bist erwählt. Du bist Sohn und Tochter Gottes. Du bist so wertvoll, dass Gott sich entschieden hat, dich zu erlösen. Dir ist vergeben. Du darfst eine echte Beziehung mit deinem Vater im Himmel haben. Du kannst herrschen. Du bist kein Opfer. Du bist mit der Vollmacht Jesus Christus unterwegs. Du bist versiegelt. Du bist Eigentum Gottes. Überall, wo du hingehst, bist du nicht allein. Der Heilige Geist sagt zu dir, es kommen bessere Zeiten. Es kommt, er kommt. Ihr Lieben, als ich fertig war mit dieser Vorbereitung, dachte ich, oh, die Gemeinde wird glücklich sein über den Segen Gottes. Und dann werden sie alle sagen, boah, das war ein Gottesdienst für mich. Also, ich hätte nicht gewusst, dass eine einfache Entscheidung mir so viel Segen bringt, oder? Segenswürfel, ich habe ja einen Lotto-Jackpot gewonnen. Ich bin angekommen. Ich bin gut, ich bin glücklich. Übrigens, sehr oft denke ich auch, es geht um mich, um ich, um ich. Ich möchte euch den letzten Vers von Paulus geben. Der Segenswürfel, du bist gesegnet, toll und gut, auserwählt und so, fühl dich gut und fühl dich bestätigt. Aber Paulus sagt, hey, all das zur Ehre seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit. Weißt du was, du bist nur wer, wenn du Gott die Ehre gibst. Hör auf zu denken, alles dreht sich um dich. Wenn du Gott die Ehre gibst, wird er dich ehren, wird er dich bestärken, wird er dich daran erinnern, wer du wirklich bist. Ja, wir sind gesegnet, lass uns jetzt Gott loben, preisen, anbeten. Aber halt bitte nicht mit dem Gefühl, mir geht's gut, jetzt geht's nur noch um mich. Bitte, lass uns ihm die Ehre geben. Ihm die Ehre geben. Ob wir singen oder schweigen, ob wir arbeiten oder zu Hause sind, ob Montag oder Sonntag, es geht nicht um dich zuerst, es geht um ihn. Lass uns aufstehen, das Lobpreisteam bitte ich nach vorne. Lass uns Gott loben, preisen, anbeten. Sei ihm ruhig, sag ihm ruhig, danke für den Segen, danke für deine Stellung. Ja, es war ein bisschen hart zu verstehen, aber ich hoffe, euch ein bisschen Fundament gegeben zu haben, damit ihr wisst, was für ein Segen verbunden ist mit der Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen. Halleluja.